Herzlich willkommen zu Was geht, Freunde? Mein Name ist Vero und ich schicke euch in dieser Sendung auf die Suche nach Ed Sheeran. Dann rechtfertigt sich auch noch Paramore-Frontfrau nach 10 Jahren und Major Lazer holen sich brasilianische Unterstützung für ihren neuen Song. Das alles und mehr jetzt hier in... Unser Musikvideo der Woche kommt von Ed Sheeran mit Bibi, ja, bäh, yeah, yeah. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, den Song kenne ich ja gar nicht. Ja, das liegt daran, dass der Song ein Bonustrack ist von Ed Sheerans aktuellem Album. Trotz alledem wollte er den Song euch nicht vorenthalten und hat ein richtig cooles Video dazu gedreht. Er war letztes Jahr nämlich auf Weltreise und hat sich komplett in das Land Ghana verliebt. Und diese Eindrücke wollte er euch nicht vorenthalten. Ja, diese Leichtigkeit der Menschen und überhaupt diese Glückseligkeit. Das ist wichtig in diesem Land. Und wenn ich euch jetzt quasi noch mehr Bock gemacht habe auf Ed Sheeran Mucke, dann habe ich jetzt was für euch. Tada! Das Album könnt ihr jetzt bei mir gewinnen, wenn ihr mir verratet, zu welchem Zeitpunkt Ed Sheeran zum allerersten Mal in dem Video auftaucht. Ja, schreibt mir einen Zeitpunkt in die Kommentare und mit ein bisschen Glück schicke ich euch diese wunderbare CD zu. Mua. Wo wir schon mal bei Ed Sheeran sind, der hat ja 2015 sein eigenes Label Gingerbread gegründet und auf dem Label hat er einen richtig nice Künstler namens Jamie Lawson und der hat jetzt gerade seine erste Single vom neuen Album rausgehauen und da schauen wir jetzt mal zusammen rein. Oh, and I can't see straight when I'm thinking about you. Yeah, you make my head spin with the things that you do. Can't See Straight, ja, ist die erste Single vom neuen Album Happy Accidents, welches am 29. September erscheint. Und zusätzlich dazu hat er auch noch eine richtig coole Akustik-Session zusammen mit Ed Sheeran gemacht. Schaut da auch mal unbedingt ins Video rein, die harmonieren nämlich 1A zusammen. Und ganz am Ende des Videos auch noch ein dritter Gast. Schaut mal rein. Die Jungs von Major Lazer haben ein neues Musikvideo am Start zum Song Sua Cara. Und ja, der Song wird von Anita und Pablo Vittar gesungen. Und wenn ihr euch jetzt aber fragt, naja, aber ich sehe irgendwie nur zwei singende Frauen in dem Video, ja, dann müsst ihr mal genau hinschauen, weil Pablo Vittar ist eine richtig berühmte Drag Queen aus Brasilien. Richtig krass. Und manchmal sieht man auch ein Video in der Wüste Diplo abchillen mit heißen Tänzerinnen und richtig coolen Bikern zwischendurch. Der Song hat mittlerweile 72 Millionen Aufrufe auf YouTube und ist mega, mega Hit. Oder was denkt ihr? Ist das vielleicht euer Sommerhit 2017? Die erst 16-jährige Jasmine Thompson ist ja gerade erfolgreich durch Deutschland getourt. Jetzt macht sie bald einen Abstecher nach Japan, kommt dann wieder und hat jetzt für uns eine richtig coole Piano-Version von ihrem Song Wanna Know Love veröffentlicht. Richtig cool und das ist auch gleich der Start für ihre Tour in die USA. Ja, vielleicht gelingt ihr ja in den USA das, was Robbie Williams nie geschafft hat, und zwar dort richtig die Charts zu erobern. Ich frage mich gerade an dieser Stelle, woher kennt ihr eigentlich Jasmine Thompson? Ich kenne sie erst seit ihrer Wonderland EP, aber sie war ja vorher schon mega erfolgreich mit ihren YouTube-Covern. Schreibt es mal in die Kommentare, woher ihr sie kennt. Hayley Williams, die Frontsängerin von Paramore, äußert sich nach 10 Jahren endlich zur Single Misery Business. Ja, was ist da passiert? Kritiker haben gesagt, dass sie antifeministische Passagen gesungen hat. Und jetzt sagt sie dazu, naja, sie war 17 Jahre alt, in der Selbstfindungsphase und würde heutzutage auch niemals mehr solche Texte schreiben. Aber wer kennt das denn nicht, dass man früher Sachen gemacht hat, die man heute nicht mehr machen würde. Also alles in Ordnung. Du bist wie Kokain, auf dir kann ich fliegen, danach will ich flüchten und mich verstecken. Dieser Star hat eine Live-Studio-Session zum Song Ares Aria hochgeladen. Und in dem Song geht es darum, dass er was mit einer Frau hat, die aber eigentlich in einer Beziehung ist und er gar nicht drüber nachdenkt bzw. weiß, dass es falsch ist und trotzdem was mit ihr hat. Quasi ist sein Kurzzeitvergnügen wichtiger als die Langzeitschäden. Naja, wir kennen das alle auch so ein bisschen. Sagt ihr mir mal, was war das Letzte, was ihr bereut? Und keine meiner Waffen ist was wert. Ich wünschte, dass es alles anders wird. Solo haben eine Akustikversion ihrer Single Keine meiner Waffen hochgeladen. Und in dem Song geht es quasi um Süchte, um Dinge, die man einfach sein lassen sollte. Oder einfach weg von einem Menschen gehen, der einem nicht gut tut. Wir wissen alle, wie das ist, sich von Dingen zu trennen.
So, und hier könnt ihr jetzt auch gleich auf die Solo-Akustik-Session draufklicken. Und hier unten ist unser neues Format zu finden, The Big Show mit MadCon. Ja, wir sehen uns wie gehabt nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, muah, eure Vero.